herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Beyond. So, letztes Mal haben wir die Küche gemacht. Ich habe hier noch ein bisschen was verändert, habe hier nochmal andere Lampen drunter gesetzt. Und das mit dem Wasser auch noch ein bisschen verändert. Hier noch eine DecoCraft Fridge hingestellt. Da tun wir dann das fertige Essen, was wir uns gemacht haben, rein. Warum macht er das jedes Mal nicht? Ja, Toast ist unser bestes Essen, was wir gerade haben. Wir werden jetzt aber uns mal noch ums Schlafgemach kümmern. Dafür reißen wir mal kurz das Bett hier ab. Und ich denke, achso, nee, wir wollen ja gar kein Bett mehr. Ups. Hab hier nämlich die Deko-Bench etwas aufgemotzt. So, machen wir mal so. Dann kann ich hier nämlich Zeug auslagern, was wir jetzt gerade nicht mehr brauchen. So. Gut. Also, wir brauchen ein Schlafzimmer. Aber wir wollen kein Single-Bett. Und da ich oben eigentlich... unten schon angefangen habe mit diesem Bett, also mit Blau, wird man das hier auch so machen. Hey, hey, hey. Hallo? Nein, ich will da rein. Bedroom. So. Also, ein Doppelbett haben wir. Ein Himmelbett will ich dieses Mal nicht. Das hatte ich ja in Minecraft City. So, und dann brauchen wir noch Schränke. Oder zumindest einen Schrank. Einen Lowboard. Oder einen Highboard. Ich glaube, ich nehme dieses. Gardinen gibt es auch. Ist ja der Hammer. Machen wir mal ein paar. Gucken mal, wie die hinkommen. Ist ja übelst. Und wenn ich die hier jetzt unten noch dranhänge, verbinden die sich? Alter! Ich muss echt sagen, und was ist, wenn ich das so mache? Dammit! Ist ja gigantisch. Das, ach, ich bin immer wieder verblüfft, was die hier alles einbauen. Wobei es mir jetzt nicht ganz so gefällt, muss ich echt sagen. Deshalb hauen wir die mal wieder zurück. So, wir haben das, wir haben das. Ein Nachttisch wäre noch gut. Zwei. Uiuiui. Sorry. Ich hoffe mal, das ist nicht so arg gewesen jetzt gerade. Musste unbedingt niesen. Okay. Oh ja, komm. So ein Ring. So ein Hochzeitsring. Können wir auch mal reinmachen. So, also, Bett. Ist natürlich ein bisschen doof, dass ich das hier nicht abgetrennt habe. Vielleicht lassen wir die Treppe nur rechts rumführen. So, wir pflanzen das jetzt mal so dahin. Dann hätten wir hier nämlich mehr Platz. Wisst ihr, was ich meine? So, gib mir mal hier noch ein bisschen Sandstein.
dann muss das Bett auch weg. Dann machen wir das Bett nämlich dahin. Oder hier. Hier ist, glaube ich, ganz gut. So. Dann kommt nämlich dieses Lowboard hier hin. Die Nachttischchen so. Und der Schrank hier. Ja, das sieht doch schon entsprechend gut aus. So, dann brauchen wir die hier noch. Jetzt haben wir keine mehr. So, und jetzt bin ich eben der Meinung, da können wir noch eins wegmachen. So. Schüssel. Nein. Den da wollte ich haben. Ah, wir haben da unten noch Sandstein. Noch ein ganzes Fass voll stehen. So, Chisel. Der ist natürlich jetzt doof mit dem Fenster, aber das versetzen wir. Machen wir einfach woanders hin, ist ja kein Problem. So, hier mal rein. Machen wir hier einfach ein Doppelfenster. Nein. Gut. Und dann könnten wir hier. Ach so, ne, die habe ich ja nicht gemacht. Machen wir hier mal kurz ein bisschen Licht. Oh, schön. Das gefällt mir aber doch nicht. Ich glaube, den pflanzen wir eher dahin. Na, geh mal dahin. Dann machen wir erstmal das Fenster hier weg. Machen hier auch ein großes rein. Und dann doch, wir stellen den dahin. So, jetzt hätte ich gerne noch einen Fernseher. Tele. TV. TV. Large Flat TV. Hallo. Wenn schon, denn schon. Oh, der ist aber wirklich large. Der passt hier ja gar nicht drauf. Ich wollte den da dran draufhängen. Stellen. Der war ein bisschen zu groß. Kann ich den zurückgeben? Der war wirklich ein bisschen tuppig. TV. Medium. Der muss jetzt aber passen. Ja, der ist zwei Blöcke breit.
Das passt. Ich kann den da nicht draufsetzen. Doch. So. So, dann brauchen wir noch ansprechende Türen. Door. Eine solche und eine solche. Gut. Nein. Sandstein wollen wir. Ah, das wollte ich noch machen. Da-dam. Ah, jetzt brauchen wir hier noch ein paar schöne Lämpchen. Lamp. Nee. Quatsch. Gucken wir mal, was im Bedroom ist. Da gibt es noch einen Spiegel. Komm, machen wir ein Kinderzimmer auch noch rein. Parfümchen. Eine Glasrose. Ein Spiegel. So, jetzt brauchen wir aber noch eine Lampe. Lamp. Zwar am besten eine von der Decke runterhängt. Aber ich glaube, da haben wir gar keine schön. Dann nehmen wir mal die und gucken noch. Wir brauchen noch irgendwas, wo wir die draufstellen können. Ach komm. Komm, wir machen das. Vitrine Mitte. Vitrine rechts. Mein, was tut man nicht alles? Ja. Vitrine Mitte. Dann stellen wir hier das Parfüm hin, da die Lampe, da auch eine Lampe. Diese natürlich an. Kommt hier noch ein Spiegel hin. Das Kinderbett. Ja, guck mal, für das haben wir jetzt fast keinen Platz. Kinderbett hier. Kann ein bisschen rausgucken. Und die Rose. Haben wir wieder nicht genug Platz. Man kann sich halt hier total verlieren, ja. Muss man echt sagen. Es gibt ja nämlich so viele Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Nehmen wir das noch. Oh, ein Traumfänger. Oh, so, jetzt reicht's aber. Na, ich muss da schon noch ein bisschen Deko an die Wand klatschen. Wie schön. So. Sieht doch gut aus. Jetzt hätte ich gern noch was anderes.
Dance, Dance Floor. Okay. Das meinte ich nicht. Car. Gibt's auch nicht. Dann müssen wir es so kurz durchseppen und es suchen. Hier war es nicht. Was ist denn das? Holiday. Lantern, okay. Das hätte man natürlich auch machen können. Sowas hier. So japanische, chinesische Dings da. Ja, wir sind hier in der Wüste, brauchen wir natürlich auch einen Ventilator. So ein. Ich weiß schon, wir machen wieder viel zu viel. Für das, dass wir uns in dem Raum wahrscheinlich sowieso nie aufhalten. Eine Vase. Was ist das? Okay. Gucken wir mal. Das hier ist komplett neu. Market. Hatte ich vorher noch nie. Okay, ich glaube, das war es eigentlich. Ja. Wir müssen es ja auch nicht übertreiben. Haben wir sowieso schon wieder. Glaube ich. Auf jeden Fall. Waschmaschine. Was sie da reingeballert haben, ist wirklich krass. Ja, komm, ein paar Holzklötzchen fürs Baby. Fertig, komm. Oder? Ja. Ja, wir hören auf. Wir sind fertig. Nein, warte, warte. Ich habe irgendwo, habe ich in irgendeine Kiste. Habe ich nämlich die noch reingelegt. Die Carpets. Schlafzimmer ist ja blau, dann passt das hier nämlich noch rein. So. Also, wir haben hier Spielzeug. Dann haben wir einen Deckenventilator. Dann haben wir hier noch so einen Kerzenständer. Oh. Dann haben wir hier noch so eine andere Laterne. Passt die da überhaupt noch rein? Ja, muss. Muss man den Ventilator halt ein bisschen verschieben. So. Und dann haben wir hier noch ein Sideboard. Oh Gott, das ist aber ein riesen Sideboard. Ne, das Sideboard lassen wir weg. So, also, guckt mal hier an. Unser Schlafzimmer. Also mein Schlafzimmer. Hier kann ich mich ins Bett legen.
eigentlich schnarchen und ein bisschen Fernseh gucken. Ja, das war's auch von dieser Folge. Ja, bisschen Deco-Craft gecraftet. So. So. Sieht schön aus. Ich bin zufrieden. Ist ja nicht viel, was ich da jetzt gemacht habe mit DecoCraft. Aber so nach und nach komme ich dazu, dass ich mein Haus endlich mal weiterbaue, beziehungsweise einrichte. Weil sonst wird es ja auch langweilig. So, die Pferderüstung mache ich noch kurz da rein. Machen wir da unten hin. Gut. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Ich weiß, wo ich das hinhaue. Ich mache das hier hin. Ich mache das hier hin. Da kann ich da noch was draufstellen. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare, was einfach scheiße war. Oder nicht so gut. Ich hoffe ja nicht, dass es übelst schlecht war. Aber ja, unser Haus nimmt Form an. Gestalt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.